Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Coke TV. Nachdem ich letzte Woche gemeinsam mit Heidi erfolgreich meine Höhenangst bekämpft habe, ne Heidi? Wer es glaubt. Geht es nun erneut wieder hoch hinaus. Zusammen mit einem Gast aus der Community werden wir ein Skydiving Center besuchen und eine riesige Turbine wird uns durch die Luft schleudern. Da bin ich mal gespannt, ob wir tatsächlich die Schwerkraft besiegen können. Start in Abflug. So Leute, wir sind jetzt hier in Bottrop, ganz früh am Morgen, 8 Uhr haben wir. Der heutige Community-Gast ist mit am Start, der Marc. Wir werden jetzt ein bisschen wach gemacht, denn wir werden Fallschirm springen, aber Indoor, Leute. Ihr wisst ja genau, Höhe ist genau mein Element. Hast du was mal gemacht? Indoor-Skydiving? Nein, hab ich nicht gemacht. Du hast es noch nicht gemacht, aber du hast Bock. Ja. Ich würde sagen, das sind ja schon so 15, 17, 30, 34 Meter, glaube ich, sind das. Und wir gehen jetzt mal da rein und checken das Ganze mal aus. Ich glaube, das ist doch schon der Profi, richtig? Ja. Wir sind top in Schuss, ein bisschen müde noch, aber ich glaube, das wirst du gleich ändern. Ja, das ändert sich gleich. Schlüpf mal hier ran und sind wir uns gleich hier vorne. Ja, das geht ja flott. Ab geht's, umziehen. Ja. Wir nehmen uns als erstes mal auf die Attrappe. Wir fangen mal damit an, die Beine leicht anzuwinkeln. 90 Grad anwinkeln. Immer schön in die Kamera gucken, okay. Das schon. Wir haben einen Helm, unseren Anzug, eine Schutzbrille und Ohrenstöpsel. Wie gefällt's dir? Gut, und dir? Was hast du? Gut. Wie es dir gefällt? Gut. Leute, ich glaube, er macht das Ganze mal vor. Ich schätze das echt, wie viel Luft von da unten kommt. Also wenn man so ein bisschen Sauer aus dem Mundwinkel irgendwie dann so entweicht, dann ist es schon mal ganz schnell im Ohr. Die Luft geht ja einmal rund. Wenn der Marc jetzt hier ein bisschen Sauer verlieren würde, dann würde die hier hochgehen, einmal durch die Turbinen durch, ich glaube vier Stück sind das, und von unten dann wieder direkt in den eigenen Mund gelangen. Das Hoch und Runter ist schon echt Bauchkribbeln, kriegt man da. Also schon top. So, jetzt gehen wir wie hoch? Auf 17 Meter. Auf 17? Nein, wir gehen da ungefähr auf 10 Meter Höhe. Also 10 Meter Brett ist jetzt angesagt, nur fliegend. Also diesmal nicht von oben nach unten, sondern wir fliegen von unten auf 10 Meter Brett. Taxiflug Nummer 1! Das geht aber schnell. Alter, wie schnell das so runtergeht. Ich weiß nicht, wie viel das ist. Das war jetzt gerade ein bisschen mehr Dampf, ne? Ja, wir machen eine kleine Halbzeit, Leute. Wir nehmen euch jetzt beide mal mit und wir gehen beide gemeinsam rein. Was hältst du davon? Nicht so eine gute Idee, oder? Wir gehen jetzt gemeinsam rein und was können wir denn so gemeinsam eigentlich alles ausprobieren? Also ich verstehe, glaube ich, nur die Hälfte. Wir können gemeinsam ein bisschen hoch und runter fliegen. Okay. Rechts, links drehen, gemeinsam festhalten. Oh. Und das reicht erstmal schon. Das reicht erstmal schon, würde ich auch sagen. Also probieren wir es aus, oder? Ja. Alles klar. Dann probieren wir es aus.
Aufnahmen zusammen angeguckt hier. Es sieht so lustig aus, wie wir teilweise echt ziemlich planlos rumgeflogen sind. Vor allen Dingen, er tat mir total leid, wie er die ganze Zeit so uns händeln musste. Der eine will fliegen, dann geht der andere fliegen, dann dreht sich der eine. Dann will er den anderen richten, während dann von hinten ich dir den Rücken drehe. So Leute, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ich bin nicht immer noch extrem Adrenalin geladen. Ich bin immer noch ganz hibbelig, Leute, genau so sieht es nämlich aus. Und großes Dankeschön auf jeden Fall an dich, du hast uns nochmal gezeigt, wie man das macht, ne? Du machst das ja ein bisschen länger. Und sorry, dass du ein bisschen Arbeit mit uns hattest, als wir zu zweit da drin waren. Hast aber richtig gut gemacht, großes Dankeschön auf jeden Fall an dich, auch an dich. Ich hoffe, du hast auch Spaß gehabt und hast einen coolen Tag gehabt. Ja. Mal ein bisschen gemeinsam hier abheben, Leute, würde ich mal sagen. Das war's auf jeden Fall mit der heutigen Folge. Wenn ihr das auch cool fandet, ja, wenn euch das auch gefallen hat, dann drückt den Daumen nach oben, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge oder in der übernächsten oder in der Folge danach oder so, ne? Macht's gut, bis dann und tschüss! Okay Leute, wir sind in der Endcard und hier gerade natürlich noch im Windtunnel am Start. Hier oben geht es dann nochmal zum vorletzten Video, könnt ihr draufklicken. Und hier unten zum letzten Video. So sieht's aus und jetzt gibt's noch eine kleine Vorschau für nächste Woche. Alles drauf? Sehr gut.